mit Anja Petzold. Ihnen einen guten Abend und herzlich willkommen. Seit 2 Tagen geht es an vielen Stellen in Sachsen-Anhalt zu wie in einer Waschküche. Dichter, grauer Nebel, man sieht die Hand vor Augen kaum. Und dieser Nebel hat leider Konsequenzen für viele Verkehrsteilnehmer. Nach dem Unfallchaos gestern haben auch heute schlechte Sichtverhältnisse für zahlreiche neue Unfälle und Behinderungen gesorgt. Der Nebel läutet so langsam, aber sicher den Winter ein. Auch wenn es noch ein bisschen hin ist, viele haben schon die Winterräder aufziehen lassen. Und morgens heißt es ab und an schon Scheiben kratzen. Sascha Fröhlich hat bei der Straßenmeisterei Peißen an der A14 nachgefragt, ob die Kollegen denn schon gut gerüstet sind für den bevorstehenden Winter. Politiker werden zunehmend zur Zielscheibe von Hass und Wut. Vor allem diejenigen, die sich für Flüchtlinge engagieren. Der Grünen-Politiker Sören Herbst setzt sich schon lange für Asylsuchende ein. Unbekannte wollen ihn stoppen und mit dieser Drohung einschüchtern. Die Suche nach Unterkünften für Flüchtlinge geht weiter. Mehr dazu jetzt auch in den Kurznachrichten. In Deuben haben Greenpeace-Aktivisten heute mit einer spektakulären Aktion für mächtig Aufsehen gesorgt. Sie fordern, dass das Kohlekraftwerk sofort stillgelegt wird. Das Kraftwerk ist das älteste in Deutschland und glaubt man der Umweltschutzorganisation Greenpeace auch das schmutzigste. Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Diesen Spruch kennt wohl fast jeder. Der Philosoph Nietzsche hat ihn leicht abgewandelt, einst in einem seiner Hauptwerke aufgeschrieben. Einen Großteil seines Lebens verbrachte Nietzsche in Naumburg. Und dort gibt es auch ein Nietzsche-Haus und Dokumentationszentrum. Der große Denker ist in der ganzen Welt bekannt. Und deswegen wird es bald auch eine Nietzsche-Ausstellung in China geben. Und dafür wird gerade gepackt in der Domstadt. Über 3000 Kilometer werden die Kunstwerke jetzt gut verpackt zurücklegen. Viel mehr, um genau zu sein, 30.000 Kilometer wollen sie zurücklegen. In 2 Jahren auf dem Landweg von Halle nach New York und das auf klapprigen Ural-Motorrädern. Dieses Abenteuer haben sich 5 Künstler ausgesucht. Im vergangenen Jahr, im September, sind sie gestartet. Und jetzt haben sie die Hälfte der Strecke geschafft. Der Fachkräftemangel ist mittlerweile in fast jeder Branche spürbar. Mehr dazu jetzt in einem weiteren Nachrichtenüberblick. Halb Gardelegen ist begeistert von der Aktion unseres Mitmachen statt Meckern-Teams in dieser Woche. Wir bringen jede Woche Ideen ins Spiel, um Probleme zu lösen und leisten damit Hilfe in der Not. Und es ist wirklich beeindruckend, wie sich die Gardeleger für die gute Sache stark machen, ehrenamtlich organisieren und großzügig Geld spenden. Das Einheitsjahr war eine Zeit großer Veränderungen, auch im Sport. Der Ruderer Roland Schröder vom SC Chemie Halle war bis dahin sehr erfolgreich und erlebte vor 25 Jahren eine einmalige Geschichte. Apropos Suppe, die dicke Nebelsuppe ist ganz schön zäh. Und das ist ein bisschen ungerecht, denn nicht überall sah es heute so trüb aus, Stefanie. Dankeschön, Stefanie. Und noch mehr schöne Zuschauerfotos finden Sie bei Instagram, also folgen Sie uns. Auch morgen Abend wieder, 19 Uhr, wenn es heißt, es ist Zeit für Sachsen-Anhalt heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten aus Deutschland und der Welt. MDR Aktuell mit Jens Hänisch. Tschüss.